Hallo, mein Name ist Azel, Member der Pizza Squad, und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir unsere Herzleer abgeholt, bei Nebenquests abgeschlossen. Das werden wir heute weiterführen, nur in einem sehr größeren Umfang. Na gut, sehr groß jetzt nicht unbedingt. Und zwar befindet sich hier ein paar geheime Plattformen, auf denen wir jetzt rumsliden können. Oh, Link, was machst du da? So, jetzt können wir sich natürlich fragen, Azel, aber wie kommen wir in dieses Herzteil ran? Tja, wer in der letzten Episode aufgepasst hat, weiß natürlich, wie das funktioniert. Wenn ich das Lied spielen könnte, würde das alles sehr viel einfacher machen. Denn jetzt kommt der gute Kumpel, unsere Vogelscheuche, und hilft uns ein bisschen. Und damit haben wir das Herzteil. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch direkt weitermachen. Und zwar befinden wir uns hier wieder im Kap der Soras oder in der Höhle der Soras, am Kap der Soras, um ein wenig zu musizieren. Denn wie wir wissen, haben wir ja noch die Jam-Session offen, die wir unserem alten Kumpel versprochen haben, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Genau, das war mit Ivan, mit dem wir das machen müssen, oder mit irgendeinem anderen, mit dem wir uns halt zusammentun müssen, um dann eine Runde zu jammen. Und zwar ist die Lösung in diesem Buch. Kannst du die Soraschrift lesen? Nein, natürlich nicht. Mikau, mein Tagebuch. Heute haben Japas und ich zusammen gejammt. Er schreibt grässliche Texte, aber er ist ein hervorragender Musiker. Das habe ich gespielt. A unten rechts A. Heute hat Lulus Japas und mir zugehört. Ich glaube, es hat dir gefallen. Sie ist ein so hübsches Mädchen. Oh. Aber auch heute werde ich wieder mit Japas. Habe ich heute wieder mit Japas gespielt. Ivan ist sauer, weil wir selber Songs geschrieben haben. Das habe ich gespielt. Also warte, soll ich jetzt mit... Ivan hat mich heute Morgen gerufen, es ging um Lulu. Ich war aber sehr aufgeregt, und ich habe mich gefragt, was wohl los wäre. PS. Sieht so aus, als wäre meine Glücksfarbe diese Woche grün. Naja. Wir wissen ja, was drauf geworden ist. Also soll ich... Ich bin gerade verwirrt. Wir haben jetzt quasi zwei Strophen gesagt bekommen. Oder zwei Oktaven, wie man das auch mal nennen mag. Und zwar ist eine jetzt bei Japas und eine mit Ivan. Und ich glaube, das hier sollten wir das erste Spiel. Ich probier's mal. Huch, willst du mit mir jammen? Versuch es, diese Zeilen nachzuspielen. Jetzt war das... Zack, 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 zack. Ja, das war richtig. Nice. Wow, das grooved. Ah, okay. Gut, jetzt verstehe ich das. Also wir müssen beide Sachen bei ihm spielen. So war das nämlich. Ich schau mal noch kurz nach, wie das andere funktionierte. Jetzt bitte jammen, versuch diese Zeit nachzuspielen. Okay. Jetzt noch einmal, jetzt dürfen wir es noch nicht verkacken. Nice, okay, cool. Ich hab's und weiter. Das hört sich gut an. Sogar Ivan sollte daran gefallen finden. Aber er ist so stolz, er würde es nicht gutheißen, dass wir selbst etwas geschrieben haben. Das hat er noch nie jemandem erlaubt. Was glaubst du, was sollen wir tun? Kriege ich kein Herzteil? Was? Moment, irgendwas stimmt gerade nicht. Sollen wir das dem Bandleader Ivan vorspielen? Der wohnt wahrscheinlich irgendwo da hinten, ne? Irgendwo hat er seine Bleibe. Nico, hast du die Eier gefunden? Nee, aber ich kann das hier zeigen. Wow, eine Urine. Du hast also... ich finde das immer noch geil. Oh, du hast also versagt. Gut, okay, ich muss diese Melodie als Link spielen. Okay. Was auch immer. Oh, dieses Lied. Es klappt.
Nicht übel. Der Song ist mir ganz gut gelungen. Hast ein Gespür für Harmonien. Wir werden mein neues Lied in unsere nächste Show einbauen. Nimm das als Dank. Okay. Cool. Aber wir haben noch einen Herzcontainer. Das ist natürlich auch was. Du denkst doch nicht, dass ich deine Komposition stehle, oder? Ach nee, nur so halb. Nochmal zu der Deko-Händler-Quest, mit der wir das Herzteil in Lulus Zimmer kriegen. Ja, das könnte ich jetzt machen, nur da endet die Quest nicht. Ich habe gedacht, die Quest endet da, aber die geht in den Ikana Canyon weiter. Und der Ikana Canyon, der kommt noch, den machen wir später noch. Und damit das alles so schön in eins übergeht, habe ich gedacht, fange ich damit erst an, wenn ich im Ikana Canyon bin, weil sonst ziemlich was vorweg und das möchte ich nicht. Und nun kommen wir zu meiner gefürchteten Sidequest. Ich habe sie schon oft erwähnt. Ich habe mich nie getraut, sie anzupacken, aber ich mache sie heute. Frösche im Frühling. Und dafür müssen wir zuallererst nach Pikibernia. Hier müssen wir natürlich erstmal das Goron-Schlaflied spielen, um den unsichtbaren Goron davon zu treiben. Gut, freie Bahn, es geht los. Okay, wir sind drin. Das Praktische ist, wir werden hier direkt zum Boss gesendet. Easy every time, Bruder. Los, wir müssen los. Wir haben zu wenig Zeit. Und da haben wir wieder Frühling. Doch bevor wir uns jetzt direkt zu Dongiro aufmachen, können wir uns tatsächlich noch hier so ein ganz fixen kleines Herzteil abholen. Und zwar ist es genau hier. Also nicht genau da, aber fast genau da. Wir springen einfach hier runter, drücken auf Abtauchen und das war's. So. Jetzt können wir uns zu den Fröschen aufmachen. So. Das erste haben wir geschafft. Jetzt müssen wir zum Dämmerwald-Tempel. So, jetzt habe ich auch eine Frage. Wo war dieser Boss? Also dann, ich bin bereit. Come at me, Bro. Oh, one hit, second phase. Alles klar. Los geht's. Deswegen ist es eigentlich auch schlau, den jetzt zu machen, weil wir jetzt ziemlich weit im Spiel sind und schon ziemlich krasse Waffen haben. Okay, wir haben ihn. Ah, Dongiro, wie lange ist es her? Was führt dich hierher? Kann es denn sein, ist der Frühling nun doch in den Bergen eingezogen? So ist es also wahr, der Winter dauerte so lange an, dass ich langsam alle Hoffnung fahren ließ. Ich verstehe, ich werde sofort in die Berge aufbrechen. So, jetzt haben wir ihn nämlich rekrutiert, wie man das so nennen mag, keine Ahnung. Und gehen jetzt direkt weiter zum Schädelbruch-Tempel. Okay, ich bin bereit. Let's do this. So, was war jetzt nochmal der schlauste Weg, den zu besiegen? Ich glaube, nicht so auf jeden Fall. Als ob! Wow, das hat mir echt so viel Schaden gemacht. Oh, und das ist mit dir gewesen, oder? Nee. Junge! So. Ey, meine Fresse. So, aber das wird uns ja nicht aufhalten, denn wir haben es geschafft. Das war der letzte Frosch im Tempel. Also, die wir so einen Bosskampf machen müssen. Ah, Dongiro, wie lange ist das her? Was führt dich her? Kann es denn sein? Ist der Frühling in den Bergen eingekehrt? So ist es also wahr. Der Winter dauerte so lange an. Ich verstehe. Ich werde sofort in die Berge aufbrechen. So, gut. Damit haben wir den auch. Jetzt fehlt uns noch einer am Waschplatz und einer in den Sümpfen des Vergessens. So, dann befindet sich hier der, von dem ich gesprochen habe. Ach, Dongiro. Ich glaube, die sagen immer dasselbe. Okay, gut. Damit haben wir den hier auch schon mal. Dann müssen wir jetzt zu den Sümpfen des Vergessens. Warte, ich frage mich, kann ich hier der Zora langschwimmen? Geht das? Ich laufe halt einfach durch. Lol. Das wusste ich auch nicht, dass das geht. So, wenn wir Glück haben, ist er sogar noch hier irgendwo. Ah, ich höre ihn schon. Da, da sitzt er doch. Und somit ist das auch der letzte Frosch, den wir einsammeln mussten. Das heißt, wir können jetzt ganz entspannt mal eben in die Berge flitzen. Und da sind sie nun alle versammelt. Ich habe auf dich gewartet, Dongiro. Verzeih mir.
wenn ich mich täusche, aber bist du ein wenig schlanker geworden? Wie du sehen kannst, ist der Winter nun vorüber und der Frühling hat die Berge wach geküsst. Lass uns unsere Gesang beginnen. Das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns auch die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Da ist das verdammte Herzteil. Boah, habe ich mich davor gefürchtet. Aber am Ende war es doch gar nicht so schlimm. Und zum Abschluss dieser Folge... passiert genau das. Nein, zum Abschluss dieser Folge betreten wir zumindest mal. Wir erkunden ihn noch nicht, aber wir betreten zumindest schon mal den Ikana Canyon. Aber wir werden dort wahrscheinlich auch nicht lange bleiben. Denn wir haben in den nächsten Parts noch einiges vor uns. Es wird höchstwahrscheinlich in naher Zukunft eine der wichtigsten Sidequests auf uns zukommen. Und zwar die Anyu und Carfi Quest. Oder Anyu und Carfi Quest. Und ja, das wird wahrscheinlich seinen eigenen Part brauchen. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird bestimmt ganz witzig. Aber das bezieht sich halt auf den Ikana Canyon und deswegen müsste man einmal mit da gewesen sein. Oh, guck mal, eine Schuhe. Ein paar Rubinen wahrscheinlich, ne? Oh ne, Bombschuss. Ich glaube, hierfür brauchen wir Epona. Kommt sie? Ah, das ist... Oh, Tatsache, sie ist da. Ja, gut. Ach, Epona, steck das weg. Bomben, scheiß drauf, das steckt die weg. Mein Gott, gib mir nicht viel auf den Sack, Alter. Was steht da? Zum Friedhof von Ikana. Was machst du an einem Ort wie diesem? Der Hügel von Ikana ist ein Ort, an dem gequälte Geister ruhelos umherziehen. Auch jetzt noch ziehen die Geister auf der Suche nach dem umher, der sie retten kann. Dies ist ganz sicherlich kein Ort für dich. Doch zieht es dich doch hin, findet die Maske, in der die irrenden Geister wohnen. Du findest sie nahe der Ranch. Ohne diese Maske kannst du ihre Seelen nicht retten. Bis dahin darfst du hier nicht vorbei. Okay, habe ich so eine Maske? Ich weiß, dass die Garo aus dieser Region kommt. Ich hole es einfach mal mit der Maske. Was für eine hübsche Maske. Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas, der einst von den Zinnen des verwunschenen Schlosses spähte. Damit sollte es möglich sein, die wandernden Geister seiner einzigen Gefolgschaft herbeizurufen. Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. Ja, Tatsache, es war das Richtige. So. What the fuck bist du? Ich muss einmal hier durch, sorry. Ich weiß, ihr wollt euch gerne mit mir unterhalten, aber sorry, nee. Ikana Canyon. Ah, den Lümmel kennen wir doch hier. Hey, das Schwert hast du da. Seit langer Zeit treiben Horden von Geister ihr Unwesen in Ikana am anderen Ufer des Flusses. Ich glaube, es sind die Geister der königlichen Familie von Ikana. Aber da hier sonst niemand mehr lebt, bin ich hergezogen. Nur so noch so ein armer Irrer und seine Tochter erforschen hier die Gegend. Erwähnte ich schon, dass du ein nettes Schwert hast? Darf ich jetzt gut? Nein. Genau. Hier endet nämlich Termina, denke ich mal, und hier beginnt Ikana. Ach, Ikana jenseits des Canyons. Vorsicht vor Octorux. Wow, natürlich musst du jetzt springen, danke. Oh, die Musik. Ich mag die Musik. Kann ich hier nicht hoch? Oh, siehst du? Da ist schon einer. Meister hat gerufen. Was bist du? Oh, scheiße. Das sind, wie gesagt, diese Garo, die hier lebten. Und er ver... So eine Pussy. Er versteckt sich einfach hinter der Mauer. Ich dachte, fairer Zweikampf. Ich bin so schlecht. Unglaublich. Du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Willst du das Tal von Ikana durchqueren, ziele mit dem Pfeil, der frieren kann, auf die Bestie in dem Fluss. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Aber ich will trotzdem erstmal gucken, was hier oben ist. Genau. Und dieser Deko-Händler, das ist das Ende der Tauschstress mit den Deko-Urkunden. Deswegen wollte ich hier den euch erstmal zeigen, bevor ich hier mit reingehe und ihr fragt, wo bin ich überhaupt? Ja. Und das hier ist das Versteck von diesem Typen, den wir gerade gesehen haben, von Sarkon.
Und das wird auch noch später wichtig in der Kaffee-Quest, die ich eben erwähnt habe, in der Anjugend Kaffee-Quest. Deswegen wollte ich das nur vorher mal zeigen. Hätte ich vielleicht die Oktroxel-Brücke nehmen sollen, anstatt sie umzubringen? Ja. Habe ich sie trotzdem umgebracht? Ja. War das klug? Ich weiß nicht. Spring nochmal. Oder spring nicht, ist mir auch egal. So, und jetzt können wir hier hin. Ich habe das voll vergessen, dass du es mit Oktorox machen kannst. Zack, an den Baum. Und nochmal an den Baum hier. Damit sind wir angelangt. Oben, am oberen Ende. Wir können erkennen und können diese Eule aktivieren. Und haben hier nun einen Safe Spot. Und welche Geheimnisse... Ups, was bist du denn hier? Okay, den mache ich eben noch fertig. Okay, das sagt er. Betritt jemand die Höhle der Quelle ohne Kenntnis der Melodie, in einem Grab schlummert, so wird diese arme Seele vergehen. Es ist zu glauben oder nicht, liegt nur an dir. Zu sterben ohne uns... Okay. Okay, man muss eine Melodie kennen, um in die Höhle reinzukommen. Okay. Welche dunklen Geheimnisse sich hier noch verbergen und welche wir erschließen werden, das erfahrt ihr im nächsten Part von Zelda Majora's Mask. Mein Name ist Azel. Bleibt fresh.